Hallo, hier ist wieder der Witzbold und der Tai109. Wir spielen The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und wir sind in der Zitadelle der Zeit und sind kurz davor, es abzuschließen. Ja. Wir haben irgendwie eine halbe Ewigkeit gebraucht, um diese Statue wiederzufinden. Wir schämen uns ein bisschen dafür. Circa eine Viertelstunde, circa. Ja, aber hier haben wir ihn. Da ist Rüdiger, glaube ich, so heißt er. Heißt er doch, oder? Ich glaube schon. Rüdiger? Ja, so. Ein Loch im Bauch. Loch im Bauch, das heißt, er ist ein Hollow. Stimmt. Alles klar, okay. Wir wissen ja, wie man mit den Leuten umgehen soll. Oh, fahren wir auf, Zucker! Schieben! Oh, ruck! Wir nehmen einfach Rüdiger und schieben ihn woanders hin. Oh, ich bin kaputt machen. Ich hab nicht geworfen. Rüdiger ist scheinbar Reinhard Main und kann nicht zielen. Was? Oh, mir macht das nicht aus. Die aber schon. Ich muss erstmal den Viecher fertig machen. Es geht doch einfach mit Rüdiger. Ja, nee, ich hoffe jetzt hier mal so zack, zack. Verdammt, wo steht? Was rechts? Rüdiger braucht die nochmal. Ich muss auf derselben Stufe sein. Da laufen schon Echsen rum. Ja, die wollen zu mir. Weil ich so fame bin. Sehe dich doch gar nicht, weil du nicht so fame bist. Hallo, ich bin fame. Ich frage mich, wie man sowas einrichtet, dass Elektrizität weggeht, wenn alle Monster weg sind. Ah, gar nicht. Oh, lol. Scheiße, Meta-Turtles. So. Oh, genau, damit, wir haben ihn ausgeweitet. Ich bin so tot. Ich fühle mich so lebendig. So. So. Ach. Was machen wir denn jetzt, mein Sohn? Weiß ich nicht. Enthaken. Ja. Piercing! Oh, weißt du, jetzt fängst du damit an. Warum hast du nicht die Tür zugemacht? Ja, weil ich... Da rausgescheucht? Weil ich dumm bin. Oh, du bist ja wieder... Und der danzt jetzt ab. Der rastet dafür aus. Jetzt kommen wir ein bisschen hier wieder zu mir. Hallo, bist du zu mir? Danke schön. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das richtige Weg mit dir. Da ist es. Oh, was war das? Ich hab dich gehauen, der Lobo. Nee. Und gleich geht's ja los. Prepare your anus. Das ist unser Master Key. Das ist ziemlich zweideutig, ne? Ja. Auch ein Master Key. Immer nach Hause. So, er ist der Schlüssel. Also, er war die ganze Zeit über ein wichtiger Charakter im Plot. Jetzt will er seinen Bruder töten. Das ist auch eine wichtige Tat im Plot. Aber er schafft es nicht. Das funktioniert nicht. Ich hab einen reicheren als du. Oder wir kontrollieren seinen Bruder und tauschen ihn aus. Oh, das ist auch ziemlich badass. Dann bringen wir das ganze Spiel durcheinander. Auf einmal auf Softlock. Wäre cool, wenn sowas gehen würde. Zumindest müssen wir keine Spinne mehr sehen, ne? Kann gut möglich sein. Oh Gott. Ist das Prince of Persia? Ja. Ja. Boah, krass. Oh.
Ja, ich rush hier einfach so durch. Kein Problem, von der Seite hier. Moment mal. Alter, du musst ein Objekt mitnehmen. Ja, kein Problem. Welches zerstörbar ist. Nee, ich weiß schon wieder mal. Wie willst du es da wegkriegen? Ja, mit dem Kopierstab. Ja, so. Ich soll es einfach in den Abgrund schmeißen. So, meinst du nicht, mein Sohn? Jetzt einfach mal einen Kollegen opfern. Ja, richtig. Dafür, dass er dir hilft. Ja. Du bist so grausam. Du musst noch treffen können. Oder du hältst einfach fest, um zu zielen. Stimmt, das geht auch noch. Moment. Ich stehe mich wieder hinten, immer wieder hinten. Ja, aber das sind die letzten Spinnen, oder? Kommen wir überhaupt rein? Ich bin der Meinung, wir haben irgendwas Wichtiges vergessen. Wir haben den Schlüssel. Wir haben die Schlüssel nicht. Wir haben den Schlüssel! Oh, verdammt! Nee, guck mal auf die Karte nach. Wo könnte noch eine Truhe sein? Ist es nicht derselbe Ort, wo Rüdiger war? Da waren noch andere Kisten und wir waren da nur in einem Raum dahinter. Ne? Jetzt müssen wir schon wieder nach oben. Das Schlimme ist, wir müssen glaube ich Rüdiger mitnehmen. Nein, das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht. Wir einfach mal die Abkürzung zum Eingang. Rüdiger, da ist dein Job doch noch nicht erledigt. 2 Stunden später. Ach, ja, wir müssen wieder in den Vorraum. Wir müssen zurück. Stimmt. Ach, jetzt Link. Guck da rechts. Ja. Noch ein Enterhaken. Den Enterhaken. Ja. Ich würde mal kurz die Lage checken. Ist aber, glaube ich, ganz hoch positioniert. Da oben, ne? Da kommen wir drum. Nur ein bisschen näher rangehen. Ja. Nee. Ach komm. Zieh doch einfach richtig. Ja, und dann Kreisel. So. Endlich. Übrigens, wie die Truhe öffnet, ist eine Aufnahme drin. So. Das haben wir gebraucht. Hyanisch Tee. Deswegen sind wir hochgekommen. Ein Geist. Ja. Yeah. Hast sogar einen Shortcut benutzt. Ja. Muss lauter reden. Ja, warte mal. Du redest viel zu leise. Ja, wir machen das einfach so. Ja, dann muss ich mich jetzt so komisch. Ja, sonst musste ich gerade ganz so komisch so links rüber zu dir. Der Motherfucker kommt auch gerade nicht runter. Ja, warum sollte er auch? Ja, weil ich ihn haben will. Aber er will dich nicht. Ja, ist mir egal. So. Ah, so ein Typ. Einfach mal abgezogen. Jetzt ist er nackig. Im Rücken. Jetzt tut er mal schwer. Okay. Das ist die voll die offensichtliche Schwachstelle haben, ne? Ja, genau. So, jetzt bitte gib mir diesen blöden Master Key. Ja, das ist auch die passende Truhe für den Master Schlüssel. Nehme ich die kleine Kiste. Jetzt muss ich die ganzen Dinger hier rauf tun.
einen Kopierstab unterlocken. Hm. Da fehlt mir irgendwie noch einer. Aber wir müssen von unten einen hochwerfen. Und Nummer 3 zu Nummer 3. Ja, so ein Metallding. Kannst du mit einem Enterhaken hochziehen. Ach ja, stimmt dabei. Du musst sie aber in Sichtweite haben, also musst du sie frei auslegen. Alter. Ah, natürlich habe ich den Enterhaken gemacht. Ja, macht voll Sinn. Weil den Bogen die unbedingt mehr gebraucht haben. Jo, natürlich. Yay. Voll schlau, die Kluki. Und die kleine Truhe. Natürlich, das ist die kleine Truhe. Da ist der Master-Schlüssel drin. In der großen Truhe ist wirklich nur 20 Rubine. Randomizer. Oh, das wäre ja furchtbar. Randomizer in dem Spiel. Du kippst gar nicht mehr weiter, bevor man einen anderen Item in einen anderen Dungeon kriegst, ne? Ja. Der große Schlüssel. Öffne den Weg zum Boss. Jetzt nach unten! Ich will den sichersten Weg hier runterspringen. Alles egal! Speedrun! Aber den Speedrun haben wir schon verkackt! Ja, ich weiß! Beziehungsweise ich wäre der schlechteste Spieler gerade. Es geht ja sowieso nur um die Strats. Da liegt. Link, you are drunk, go. Ich will aber nicht zurück in Ordnung. Link, go drunk, you're home. Go home? Nein, go drunk, you're home. Du bist schon zu Hause. Hier habe ich mein Masterschwert gekriegt. Hier werde ich jetzt auch sterben. Nein. Nee. Herzchen. Oh, lass mich alle in Ruhe. Boah, du Spinnenkiller. Ach so. Ja. Und ich dachte, ich müsste nie wieder Spinnen sehen in meinem Leben. Hallo, Spinnen, dein Freund und Helfer? Nein. Warum denn nicht? Ich hab mir das auch nie geholfen. Bin ich den ganzen Weg zurückgelaufen, nur wegen einem Schlüssel? Ja. Das ist ja so, als würde ich was zu Hause vergessen. Oder wieder ganz zurückfahren, um dann nochmal was zu vergessen. Voll, wir hatten da versteckt den Schlüssel. Irgendein Genie. Ich hätte einfach die Schlüssel mitzunehmen, ne? Nein, wir verstecken irgendwo dann den Schlüssel. Miyamoto? Na, das könnte auch. Mach ich nicht mal. Speedrun, Speedrun. Sag's los. Boah, nicht getroffen. Voll lame. Noch lamer. Zwei. Muss ich den Boss machen? Ich muss mich hochkonzentrieren. Als nächstes wirfst du noch auf den Boden und triffst nicht. Das wäre cool. Nein, 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 Dominik. Nicht für dich, nicht für dich. Heißen immer noch Thai-Bots, ne? Ja, ich meine mich gerade als Person. Oh. Ja, einfangen, schnell. Schnell, bevor es zu Phosphorsäure wird. Was? Ich meine, es ist ja eine chemische Reaktion. Feen werden nachher Zeit zu Phosphorsäure. Boah! Also, schwer ist der Boss nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht, um ehrlich zu sein. Ach, da wirst du dich freuen. Ja, ich glaube nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit seiner verdunkelten Vergangenheit. Wir kämpfen jetzt gegen Gandorf.
Ganz genau. Nur mit mehr Beinen. Ach so. Ach nein, nicht der. Oh shit. Ich erinnere mich. Hi. Ich meine, wie das ich bin, hasse. Ich sehe dich. Oh. Vom Anblick von Link, weißt du, ist er voll. Amogoba. Gepanzerter Spinne. Gepanzerter Spinne, Amogoba. Oder Goroana. Ich weiß nicht, wie man den am besten nochmal macht. Muss mir einfallen. Du musst sein Auge schießen. Da muss ich ausweichen. Die ganze Zeit im Kreis. Wir brauchen voll Bogen. Die Spinne pisst auf dich. Wo ist er hin? Ich pisse auf euch alle! Ja, jetzt Kopierstab. Nicht nah genug, Mann! Nicht nah genug! Das darf doch nicht wahr sein! Nicht nah genug! Hau zu! Nochmal! Wir machen hier auch wieder aufs Time-Style. In Ocarina of Time-Style wäre, weißt du, mit nur einem gezielten Treffer den Boss besiegen. Ja, hallo. Das wäre auch nicht. Die Spinne da. Jetzt kackt sie Kinder. Wow. Oh, ja, das macht dich geil, ne? Boah, wie viele Kinder ich geschissen habe. Wie viele Kinder kannst du scheißen? Keine. Ich bin auch ein Mann. Okay. Oh, 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 ja. Du bist ein Mann, hast nichts in deinem Sack. Ich bin jetzt auch easy. Willst du mich verarschen? Hi. Oh, ich will dich doch nur ansehen, weil du so schön aussiehst. Wozu? Ah. Nochmal. Was, das geht? Dachtest du. Ja, hallo, ich dachte so Gameback oder so. Jetzt hör auf den ja. Ich kann nur zuschlagen. Da, da, da. Wo ist er? Ja. Nein. Weil wenn sie in so kurzer, solcher Geschwindigkeit Kinder produzieren kann, kann sie ja, weißt du, in einem Tag ja schon die ganze Welt bevölkert mit all diesen Spinnen, ne? Muss ich auch versuchen, ihre eigenen Spinnen. Ja, die haben ja auch nicht ihr Gemüse gegessen. Jetzt werden sie sterben, ne? Du bist so toll, Mann. Stirb, Hans. Stirb, Thomas. Und stirb, für Namen, die ich vergessen habe. Sei nicht so diskriminierend. Zu wem denn? Zum Dennis? Zum Daniel? Oder dem Dicken? Oder dem geplatzten Kondom? Oder den Unfall? Oder Geburtstag? Halt doch mal stehen. Da. Ja, richtig platt hauen. Da war's was. Wozu? Drei Schläge, K.O. Das ist die Nintendo-Regel. Nintendo hat davon. Wer hat's erfunden? Ricula. Nein, Nintendo, du Spaß! Ich bin ein richtiger Ricula-Fan. Hi. Ich war eigentlich keine Spinne, ich bin nur ein Auge. Mein Name ist Daniel. Ich bin eigentlich behindert, weil ich so ein fettes Auge habe. Bitte töte mich nicht. Ich habe nur ein Auge auf dich geworfen, verstehst du? Halte! Die Steuerung! Der Boss ist schwerer als der eigentliche Boss. Hör mal ab! Oh, das ist mein Fetisch. Weißt du, ich bin so weit weg gewesen, ich stehe direkt vor ihm. Ja, okay. Jetzt kommt der ganze Augensaft raus und oh, hör auf, ey. Der Schattenspiegel! Und dann auf einmal, er ist aus Plastik! Aus Plastik! Haben wir jetzt alle Teile, ne? Nee. Also gut, wir haben jetzt drei Spiegelscherben. Fehlt nur noch eine. Du. Und ein Herzkontinent auch da. Hey, lass mir das einmal liegen.
Warum nicht mehr? Taibold. Das war ganz schön eine behinderte Leistung, was du da im Dungeon gezogen hast. Du hast doch dieses Monster gesehen, oder? Es hat doch voll das fette Auge. Die böse Kraft, die in diesen Scherben steckt, ist immens gefährlich. Kann sein, dass wir da etwas ziemlich Schreckliches sammeln. Also, vielleicht sollten wir es gar nicht mehr sammeln, jetzt wo wir schon mittendrin sind, ne? Vielleicht müssen wir am Ende die Welt auch von diesem Übel befreien. Also, wir hauen einfach den Spiegel kaputt, ne? Von Zalando, ja. Von Zalando, genau. Wir zerstören das große Schuhimperium. Also, Taibold, beeilen wir uns mit der Suche. Jetzt müssen wir noch diese Stadt in den Wolken finden. Dieses Komola, wo die letzte Scherbe sein soll. Nein! Ich kann, ja, den Herzcontainer mit, du spast! Nein, ich möchte nicht weg. Ich möchte hier bleiben, für immer. Das ist mir nicht schön. Also ein gewisser Let's Player hat es vergessen. Ich will nicht wissen. Ich kann es mir aber denken. Ich kann dich von hier wegbringen. Okay. Ja, ich bring dich von weg, aber sonst nie. Ja. Eigentlich kann das auch Tante machen, aber ja, die will gerade nicht. Die hat gerade keinen Bock. Die verschwindet immer aus seinem Inventar auf einmal. Ja, voll gemein. Die ist doch dein Eigentum. Deine Bitch. Speichern? Speichern mal ab. Da sehen wir zusammen, was wir jetzt gespielt haben. April. Ja, Ende April. So, okay, warte Runde. Welchen Monat haben wir jetzt, Leute? Die Antwort ist... Dr. Nachtopf! Die Antwort ist... Der 30.07. Genau, 3 Monate. Ey, das ist sogar besser als zuvor. Stimmt, aber... Davor waren es 4 Monate. Stimmt.